Hey und herzlich willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass du dabei bist. Heute gibt's mal das gewünschte Transfermarktspiel, also What's My Value? Und das schauen wir uns heute mal ein wenig genauer an. Worum geht's dabei? Nun, das ist im Prinzip ein Higher-Lower-Game. Und wenn du Bock auf mehr Gaming hast, dann gib dem Video doch gerne einen Daumen hoch und schreib mir einen Kommentar, irgendwas Schönes, keine Ahnung. Weil das hilft mir ungemein und ich sehe dadurch auch, dass ihr mehr ASMR Gaming wollt. Und dann wird's auch kommen, versprochen. Wir springen einfach mal ins Spiel und dann zeige ich euch, wie es so geht. Los geht's. Nun, und da sind wir auch schon im Spiel. Das Ganze ist recht simpel. Wir haben jetzt hier zwei Spieler. Wir haben Alex Oxlade-Chamberlain und Bernardo Silva. Und wie bei Higher and Lower müssen wir jetzt schätzen, ist der Marktwert von Bernardo Silva höher oder niedriger als der von Oxlade-Chamberlain. Und der Marktwert hier haben wir eben 28 Mio. Und wir müssen jetzt schätzen, ist der Marktwert von Bernardo Silva eben höher oder nicht. Und das Spiel ist halt wirklich assi, weil manchmal ist da auch nur eine Million dazwischen. Das ist ja quasi dann nichts. Und du liegst daneben. Ich glaube aber, Bernardo Silva hat einen höheren Marktwert. Und zwar ganz entspannt. Oxlade-Chamberlain, auch ein guter Spieler, aber nicht so stark. Sergio Roberto hat einen niedrigeren, auf jeden Fall. Auch ein guter Spieler. Das Problem bei dem Spiel ist, was ich ein bisschen schade finde, es sind leider wenig Bully-Spieler dabei. Meistens nur Spieler von Bayern. Bis jetzt hatte ich die. Das ist natürlich ein bisschen schade, weil wir sind hier nun mal jetzt, also zumindest ich bin jetzt hier in Deutschland und ich bin ja auch auf transfermarkt.de, nicht, also auf der deutschen Seite davon. Und da würde ich mir schon mal so wünschen, dass mehr deutsche Mannschaften da drin vertreten sind. Aber nun gut. So, Eden Hazard hat natürlich einen deutlich höheren Marktwert als Sergio Roberto. Allerdings hat Eden Hazard das noch gar nicht gerechtfertigt bei Real Madrid. Bei Chelsea abgegangen wie sonst was. Und ja, Federico Valverde, einer der Shooting Stars in dieser Saison. Real Madrid, ja, nicht so berauschend gespielt, aber dafür sehr effektiv und nicht umsonst ganz oben dabei. Und Valverde, absoluter Shooting Star, dürfte aber nur einen Marktwert von 60 Millionen haben, meine ich. Ja, 54. Das Problem ist, vor zwei Wochen war ein Transfermarkt-Update. Da wurden ja alle Spieler runtergestuft durch Corona und alles. Und seitdem haben sich die Marktwerte halt ein ganzes Stück verändert, was mich ein bisschen durcheinander bringt, ehrlicherweise. Zum Beispiel Wan-Bissaka. Da bin ich jetzt... Also, der müsste eigentlich weniger haben. Ja, okay. Jetzt war ich gerade Carlos Soler. Ich muss gestehen, ich kenne mich bei Valencia so gar nicht aus, aber ich würde sagen weniger. Shit. Okay. 5 Punkte. Erste Runde. Wir machen natürlich noch weiter und versuchen das zu verbessern. Carlos Soler nicht auf dem Schirm gehabt. Donny van de Beek ist sich ja fast mit Real Madrid einig. Gegen Joao Cancelo mehr. Van de Beek, ein starker Spieler. Mason Mount, auch ein absoluter Shootingstar diese Saison bei Chelsea, der von Frank Lampard unbedingt gewollt wurde, aber hat weniger. Auch wenn es echt knapp war. Aber Mason Mount mit Tammy Abrams, absolut genial. War ja durch die Transfersperre von Chelsea, waren die ja quasi gezwungen, auf die Jungen zu setzen. Aber das war schon geil.
Hat weniger. Auf jeden Fall. Und ihr seht, keine Bundesligaspieler. Ter Stegen hatte 70 Millionen ungefähr. Vielleicht jetzt ein bisschen weniger. Nee, 70 Millionen. Jonathan Tah, guck mal an. Jonathan Tah hat also weniger. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber bei dem Typen bin ich mir immer ein bisschen unsicher, wie ich den finden soll. Mal hasse ich den wie die Pest, weil der einfach alles wegholt. Mega stark spielt und einfach nur stark ist. Aber manchmal denke ich mir, was ist das für ein Stüppel? Also, als wenn der manchmal seine Beine nicht unter Kontrolle hätte. Aber trotzdem ein deutlich überdurchschnittlicher Bundesliga-Innenverteidiger. Oh, der müsste weniger haben, oder? Ja, seht ihr, das meine ich. 1,5 Millionen, wie Assi. Marcus Verratti ist schon in die Jahre gekommen bei PSG und deswegen denke ich, der hat weniger. Wie alt ist denn Verratti? Momente mal, einen Moment, ja. Wir kontrollieren das jetzt hier mal live. Verratti hat noch 60 Millionen. Wie alt ist denn der? Der ist erst 27. Ihr habt das Gefühl, der ist seit 20 Jahren am Spielen. Ohne Scheiß. Okay, wir steigern uns. Vinicius Junior hat weniger. Niklas Süle. Absoluter Brecher, der Typ. Wahnsinn, echt. Semedo hat nochmal weniger. Vinicius Junior bin ich kein Fan von. Manchmal einfach zu. Ha, nee. Aaron Ramsey. Da gab es ja mal. Ich meine, das wäre Ramsey gewesen. Da gab es mal eine Geschichte, als er noch in England gespielt hat. Jedes Mal, wenn er getroffen hat, ist eine bekannte Person gestorben. Gott sei Dank hat das dann irgendwann aufgehört. Weil, ja, kritisch. Bei Juventus. Ich würde behaupten, ein guter Backup. Er spielt regelmäßig, aber jetzt nicht die Startelfrolle niedriger. Aber 28 Millionen natürlich immer noch viel. Ja, Philippe Coutinho. Ein unfassbar teures Missverständnis für Barcelona. Die haben ja mit Boni knappe 150 Millionen an Liverpool überwiesen. Bei Bayern manche gute Spiele gemacht, allerdings niemals eine Kaufklausel von 120 Millionen Euro wert. Und bei der Kaufklausel sollte jedem bewusst sein, natürlich, der hat noch so 80 Millionen. Der ist auf 56 runter, okay, krass. Alphonso Davies hat einen Marktwert von 45 Millionen Euro, genau das weiß ich, weil ich das letztens noch nachgeschaut hatte und deswegen niedriger. Auch Alphonso Davies, so eine Sache, die mich so überrascht hat. Ich wusste, dass der Typ krass ist, aber dann hauen die den auf einmal auf die Linksverteidigerposition und du denkst dir nur so, Scheiße, warum haben die so einen Spieler? Also wirklich krasser Typ. Feier ich sehr. Der ist so unverschämt schnell. Das habe ich auch letztens, also das ist jetzt schon wieder länger her, als meine Lieblingsmannschaft Schalke, ich war im Stadion, zum Beispiel beim DFB-Pokalspiel, Heimspiel, wo wir 1-0 verloren haben. Ich meine, so ein Benito Raman ist schon schnell. Aber wenn der Davis losläuft, denkst du dir, der Raman bleibt stehen. Hallo? Harry Maguire, der teuerste Innenverteidiger der Welt. Das war vorher ja Virgil van Dijk, aber Manchester United ist ja bekannt dafür, ein bisschen zu viel zu bezahlen. Und haben Leicester City ja, glaube ich, 87 Millionen Euro überwiesen, der ist mehr wert. Das ist schon krass, ne? 87 Millionen überwiesen und dann 56. Ilkay Gündogan hat sich bei Manchester City auch krass gemacht. Ich hatte zwischenzeitlich immer gedacht, okay, ja, über eine Reservistenrolle kommt der nicht raus, aber von wegen. Der dürfte noch so 32 Millionen Euro wert sein. Okay, 40. Ah, Pierre-Emerick Aubameyang, auch eine Person, die ich natürlich mit seiner Vergangenheit absolut gar nicht mag.
Aber man muss sagen, ein krasser Spieler auf jeden Fall. Habe ich wirklich in vielen Derbys verflucht ohne Ende und war jetzt auch nicht traurig, als er gegangen ist. Der war zwischenzeitlich 65 Millionen Euro wert. Ich glaube, er dürfte noch über 40 liegen. Kimpembe dürfte aber weniger wert sein eigentlich. Auch ein krasser Spieler, aber ja, bei wie heißt es hier bei Paris tue ich mich immer ein bisschen schwer. Richarlison, der hat doch, entweder ist er jetzt, hat der 25 Millionen Euro Marktwert oder hatte der über 30? Ich sag einfach mal höher. Ja, oh. Hoppala. Okay, da habe ich mich ein bisschen mehr. Joao Felix. Also er hat einen höheren Marktwert, auf jeden Fall. Aber auch eine Sache, die ich krass finde. Hat ja vorher bei Benfica Lissabon gespielt und hat in der Liga in Portugal im Prinzip alles rasiert. Problem ist, eine Saison. Eine. Und danach in eine andere Liga, in eine, muss man sagen, gegenüber der Liga NOS halt stärkere Liga. Und in einem ganz anderen Spielsystem von Diego Simeone. Und ich glaube, der hat 5 Torbeteiligungen oder sowas in der gesamten Saison bis jetzt. Hat 2, 3 gute Spiele gehabt, aber oftmals. Kannst du mal wegtun. Also, ja, und dann, wie viel haben die bezahlt? 110 Millionen. Also schon krass. Natürlich höher. Kun Agüero, ein absolut genialer Stürmer, auch in die Jahre gekommen, ich glaube 31 oder 33 im Moment. Ich gucke einfach nur bei Google nach, also nicht wundern, nicht, dass ihr jetzt denkt, ich gucke hier, wer, wie wert der ist. Schreck aller Bundesligisten, Robert Lewandowski, ja, der ist mehr wert auf jeden Fall. Ist jetzt auch 31 oder 32, hat aber selber gesagt, also laut eigener Aussage liegen ja seine besten Jahre noch vor ihm. Problem ist, das glaube ich sogar, und das gefällt mir als Bundesliga-Fan nicht ganz so sehr. Wobei man sagen muss, man kann froh sein, einen Lewandowski auch in Deutschland zu haben, weil der Typ ist krank. Der Typ ist wirklich Wahnsinn. Und ich hasse es einfach immer gegen den Typen zu spielen. Also als Fan jetzt natürlich, klar. Furchtbar. Das ist so ätzend. Ich habe so keinen Bock auf den. Lewandowski, absolutes Phänomen. Ich feiere den Typen total, aber ja. Wo ich mich wirklich gefreut habe, ist. Wo ich mich wirklich gefreut habe, ist, wo der. Getroffen hat letztens gegen Chelsea. In Chelsea, also in London. Weil, wird ihm ja immer nachgesagt, dass, wenn die Spiele wichtig wären, also vor allen Dingen Champions League, K.O.-Runde, dass er dann quasi immer abtaucht und nicht mehr trifft. Und deswegen habe ich ihm gegönnt, dass er einfach mal das Tor gemacht hat. Davinson Sanchez habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Ich sage aber mal weniger. Paul Pogba. Ja, da tue ich mich auch. Also, der ist mehr wert auf jeden Fall. Der ist ja für knapp 100 Mio nach United gegangen von Juventus aus.
steht ja immer noch bei Real im Gespräch, auch Juventus immer mal wieder, ob er nicht zurückkehren möchte und so weiter. Da bin ich mir bis heute unsicher, ob United wirklich happy über diesen Spieler ist oder ob sie sagen, ja, für das Geld hätte man auch dann was anderes machen können, weil er zeigt nicht immer, was er kann. Er hat viele krasse Spiele, aber auch oftmals, hatte sich ja auch hoffnungslos mit José Mourinho in den Haaren, wo Pogba dann ja gar nicht mehr gespielt hat. Gut, Mourinho ist, glaube ich, sowieso ein sehr schwerer Typ, aber ja, Pogba ist mehr wert. Läuft gut, 16 Punkte. Alisson Becker war auch ungefähr 80 Millionen Euro wert, dürfte mittlerweile aber durch das Transfermarkt-Update weniger wert sein. Einer der Top 3, würde ich sagen, Torhüter der Welt. Absoluter Sympathieträger, meiner Meinung nach. Unfassbar sympathisch. Und Top 3, ja. Jan Oblak, Marc-André ter Stegen und ich würde sagen Alisson. Dahinter kommt dann Ederson, Kepa Arrizabalaga, und dann noch so ein paar, aber ja, zumindest von den Aktiven, ne? Jetzt aktiv. Neuer ist da für mich nicht mehr dabei. Der ist immer noch einer der Besten der Welt, aber nicht, der ist halt nicht auf seinem Peak mehr, muss man sagen. Und Alisson, der ist, dürfte aber ein bisschen weniger wert sein. War auch, glaube ich, so 80 Mio vorher wert. Dayot Upamecano jagt ja gefühlt die ganze Welt nach. Vertrag läuft im Juni 2021 aus. Bayern ist wohl interessiert, unter anderem aber auch in England und Spanien. Ja, die Leipziger wollen ihn natürlich jetzt noch zu Geld machen, weil er wahrscheinlich nicht verlängern wird. Er möchte ja wechseln, dürfte aber noch unter 70 Millionen Euro wert sein bei dem Brauseverein. Longley dürfte weniger wert sein. Nein, 3 Mio mehr. Ah, den hat es nicht so stark erwischt. Schade. Aber 18 Punkte. Hey, 18 Punkte und ich habe gefühlt jetzt 20 Minuten daran gesessen und gelabert. Jan Oblak gegen David Neres. Neres, starker Spieler. Jan Oblak, aber für mich, wie gesagt, einer der besten Torhüter der Welt. Und der hat auf jeden Fall einen höheren Marktwert. Jan Oblak, einfach so. Boah. Ozan Kabak, hurra, ich bin begeistert, Schalker Spieler. Ich finde es ein bisschen dreist, dass die ein Bild nehmen, wo der sich gerade verletzt hat. Der hat einen Marktwert von 20, 25 Millionen. Ist also definitiv niedriger jetzt halt auch, ne? Ist er so hoch gewesen? Egal, okay. Abdou Diallo, ehemaliger Dortmunder und Mainzer, hat weniger. Noch 1 Million vor Alter. Cessignon, dürfte mehr haben. Cristiano Ronaldo, hat noch 65 Millionen oder sowas. 60. Krass. Ich tut mir im Herzen weh zu wissen, dass Ronaldo irgendwann weg ist. Sowohl Ronaldo als auch Messi, weil für mich einfach, einfach Legenden. Und ich bin auch niemand, der sich entscheiden möchte zwischen Messi oder Ronaldo. Ich finde die beide genial auf ihre Art. Messi ist der Künstler, Ronaldo ist der Krieger für mich. Und schön, die auf ihrem Peak wirklich erlebt zu haben und die Spiele gesehen zu haben. Schade, dass es halt langsam aber sicher bergunter geht. Wobei man sagen muss, Alter, die sind immer noch krass drauf und die sind immer noch um Längen besser als 99% der Spieler. Ich meine, schaut euch Cristiano Ronaldo an. Ich glaube, der hat ein Tor weniger, als er Spiele gemacht hat diese Saison in der Serie A. Und Messi hat, glaube ich, mehr Tore als Spiele gemacht. Also immer noch Bombe. Auch wenn bei Ronaldo viele Elfmeter dabei sind, muss man auch mal fairerweise sagen. Hat weniger. Bin ich
ich nicht so der Fan von, tatsächlich. Ich bin aber auch kein Fan von Arsenal London. Für mich, die geben Geld ohne Ende aus, bringen aber nie mal was zustande. Juri Thielemans hat weniger. Nein. 4 Millionen mehr. Ich hasse es. Liebe Anderson hat weniger. Ja, okay. Machen wir noch eine Runde, ja. Alvaro Morata. Auch so ein Spieler, wo ich mir denke, da muss ich jetzt auch mal kurz gucken, wie alt der mittlerweile ist. Ich kriege hier alles vorgeschlagen, aber nicht Morata. Ach Mann, da. Ich kriege hier den Schauspieler des Professors von Haus des Geldes vorgeschlagen. 27. 27. Hat gefühlt schon überall gespielt. Problem ist, hat sich fast nirgendwo mal durchgesetzt. Das ist das größte Problem. Dürfte noch einen Marktwert zwischen 35 und 40 Millionen ungefähr haben. Also höher auf jeden Fall. Ja. Okay. Arthur hat einen über 50. Auf jeden Fall. Ja, perfekt. Alisson hatten wir ja, ist höher. Feier ich. Also wirklich, ich feiere sowieso Liverpool, aber Alisson, ja. Brozovic hat weniger. Okay. Oh, 48 Millionen. Ich hätte tatsächlich mit weniger gerechnet. Raul Jiménez. Ach, die ist auch weniger, dürfte er haben. Ja, boah, Gott sei Dank. Leroy Sané hat einen hohen Marktwert, auf jeden Fall über 40 Millionen. Für mich als Schalker und natürlich auch dementsprechend auch so ein bisschen happy darüber zu sein, dass Sané damals halt aus Gelsenkirchen kam, knapp ein Schmiede, Schalker Jung. Natürlich immer so schmerzhaft zu hören, ja, geht vielleicht nach Bayern, aber nun gut. Hat auf jeden Fall mehr, 80 Millionen noch so, ja. Hat weniger, auch ein starker Spieler, aber weniger. Kevin Volland hatte 28 Millionen. Maxi Gomez, scheiße. Was hatte der nochmal? Hatte mehr. Ja. Okay. Ich war mir gerade unsicher. Nicolas Pepe. Auch so eine Geschichte. Eine starke Saison in der Ligue 1. Dann. So geil, er hatte ja auch eine Aussage getätigt von wegen, nach England würde ich nur nach Chelsea gehen. Ich glaube, es war Chelsea. Wo landet er bei Arsenal? Keine Ahnung. Und Arsenal ist sowieso so, die kaufen sich Stürmer um Stürmer und Außenspieler und vielleicht noch Mittelfeldspieler. Die kaufen in der Verteidigung aber dann so Spieler wie Schroeder Mustafi. Oder David Luiz, der halt auch schon alt ist mittlerweile. Oder Sokratis und keine Ahnung, in der Verteidigung fehlen für mich immer so die prägnanten Spieler. Ich meine, in der Offensive haben die halt schon krasse Spieler. Lacazette, wie heißt er jetzt hier? Pepe, Aubameyang, ne? Also, als Beispiel nur, das sind schon echt Spieler, die es eigentlich auch schaffen sollten, mal um die CL mitzuspielen. Also um die Plätze mitzuspielen. Pepe hat mehr. Pepe oder Pepe, wie egal. Sergio Busquets hatte weniger. Okay. Lo Celo. Lo Celso meinte ich übrigens auch, nicht Lo Celo. Hat mehr. Ja. Pjanic. Oh, das ist jetzt schwer. Pjanic spielt gut. Aber dürfte weniger haben. Okay, da war ich mir echt nicht sicher. Egal. Das soll es aber für heute gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es natürlich ein wenig Spaß gemacht. Der Highscore ist jetzt 18. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so hattet.
würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich bedanke mich natürlich bei euch fürs Zuschauen. Wenn ihr noch einen neuen Part wollt, dann könnt ihr mir das ja gerne mal schreiben. Ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder auch Abend. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein.